Kuh, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter hier in Tech Season 2 für die Beast Infinity. Mit Sven. Jo, hallo, meine verschrumpften Freunde. Ja, es geht weiter. Ich habe mich heute mal auf die Idee, auf die Suche nach Meteoriten zu machen für ein MI-System, weil wir haben sehr, sehr viel Erze. Da, währenddessen wollte ich auch noch die Query einstellen und wir haben uns ein Jetpack gemacht. Ist nicht so gut, aber es reicht aus. Läuft der Reaktor? Ja, ich habe mal angeschmissen, da ich die Windenergieversorgung abgeschaltet habe, da ich die Windräder mitgenommen habe. Und wenn ich nicht alle Windräder brauche, bringe ich die zurück. Ich brauche auch noch Kabel. Deswegen habe ich mir gerade eben auch schon einen Wegpunkt hier eingerichtet. Hier. Oh ja, ich bringe ja kurz Cyanide weg, dann kann er nämlich easy outputten. Und ich richte mir auch gerade einen Wegpunkt ein. J, Waypoints, New. Man kann es doch mit B machen, ich weiß, der Shotgun. Und das kriegt er Home. Ich mag Home. Sehr heiß, der Core. Der ist bei 1200. Ich würde den gerne noch ein bisschen weiter kühlen, aber es reicht mit dem Wasser. Aber damit beschäftigen wir uns erst später. Die Query, ja. Wir können uns eigentlich, ich würde sagen, einer muss eigentlich hier bleiben. Der Reaktor ist gleich wieder voll. Wie viel Energy Buffer hat der? 1, 2, 3. Es laufen doch eigentlich gar keine Maschinen, oder? Ehrlich? Es laufen keine Maschinen. Dann schalte ich den. Was soll ich schalte den Reaktor einfach mal aus. Schalte ihn aus. Ist ausgeschaltet. Wir haben uns Jetpacks in der Zwischenzeit. Hat schon gesagt. Ja, doch. Hier läuft noch ein bisschen. Toggle Engine. Der Energy Cube und der Buffer in der Maschine sollten das eigentlich klar machen, dass hier noch ein bisschen Gallorium für den Reaktor gemacht wird. Stahl? Wirklich? Wie viel wird denn hier? Ich habe 45 Gallorium-Erz reingegeben. Ach, der ist schon beim Crushing. Das dauert, das kostet nicht mehr so viel. Und selbst wenn, ich weiß gar nicht, ob das geschenkt wird. Ich würde sagen, wir gehen los. Du fliegst vor, ich fliege hinterher. Let's go as a Timelapse. So, da sind wir wieder. Der Kompass dreht hier durch. Yep. Deswegen begeben wir uns auf der Suche im Untergrund. Skystone, hier ist er ja schon. Freilegen. Ah, oh, ich muss mal auf Fast. Digga, das ist way faster. Ich baue mich schon rein. Ich kenne da nichts. Das ist hier direkt beim Village. Hätte ich nicht gedacht, dass hier direkt ein Sky, ein Meteor ist. Hier ist wieder Copper. Das heißt, wir sind hier wirklich schon relativ in der Mitte drin. Ich habe die Chest gefunden. Ein Skystone ist da drin und ein Inscriber Engineering Press hat sich. Okay, wir müssen weiter suchen. Ah, und ich würde sagen, wir melden uns beim nächsten Meteorit wieder. Wenn der wieder so nah ist wie der da, dann ist das hier echt eine Verarsche. Ja, haben wir einfach mal Glück gehabt. Wir melden uns nächstes Mal wieder. Jetzt wird es hoffentlich mal klappen mit der Timelapse. Bis gleich. Eins. So, hier sind wir wieder nach ein bisschen was gesammelt. Sven's ja, also wir waren ein bisschen auf Meteoritensuche. Und wir haben 3 Stück gefunden. Mehr war uns. Einen haben wir, da habe ich sogar noch einen Wegpunkt. Den müssen wir nochmal in der Erde heraussuchen. Da haben wir noch nicht gefunden, leider. Und wir haben 4 von 5 den Pressen gefunden. Es wird nur noch die Name-Presse. Aber wir brauchen ja keinen Security-Channel, weil wir nichts Öffentliches machen. Oder keine anderen Leute haben, die nicht drauf zugreifen müssen. Anders hätten wir was gebraucht. Und damit wäre eigentlich schon mal könnten wir mit meinem E-System anfangen. Jetzt ist nur, ja, dann tun wir brauchen, oder wir wollten noch die Query aufsetzen. Und deswegen habe ich ja auch alles vorbereitet. Genau. Und das machen wir zuerst. Und danach gucken wir, wie es mit meinem Esel funktioniert. Aber wo? Ja, keine Ahnung. Einfach mal in die Richtung hier. Ich möchte nur mal kurz was gucken. Wenn die Karte übrigens weiter erkundet, das könnt ihr hier reinsehen. Aber auch nur in 2 Richtungen. Nein, warte mal. Hier war ein Meteor. Warte mal, Sven. Linking Book. Beginning das Descriptive Book. Unlinked-Linkbook. Das braucht immer. Ich möchte mal kurz echt Musecroft gucken. Weil es kann sein, dass wir uns mit Musecroft schon was erstellen können. Und hier hinten war ein Meteorit. Inkmixer. Hier ist noch einer. Können wir uns machen. Hier war einer. Bookbinder können wir uns machen. Inkwheel. Oh.
Also Inksex und eine Water Bottle. Inksex, okay. Wir brauchen für erstmal in Ja, nix. ich geh mal gerade zu Wasser und guck mal. Also ich würde sagen, wir kümmern uns darum, dass wir mit Miskoff eine ordentliche Welt erstellen, in der wir dann unsere Quarry aufsetzen. Was haltet ihr davon? Ich finde das noch eine gute Idee für ein Folgenende. Ich muss aber erstmal alle Folgen löschen, die misslungen sind. Da würde ich Wir sagen, sehen uns für richten euch Miskoff-Welt ein. in jeder Sekunde wieder. Für uns vergeht jetzt noch mal ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß bis dahin. Bis dann. So, hier sind wir wieder, ja. Wir haben Miskoff aufgebaut. Man gibt hier einfach ein Inkweil rein und Papier eine Papier, dann bekommt man eine Unlinked Page raus, die tut mit man. Leder in den Dann Book. Leder im Crafting Table und dann kriegt man ein Unlinked Linking Book raus. Macht man dann Rechtsklick auf den Boden, dann ist es mit der Overworld verlinkt. Man kann es aber noch nicht innerhalb der Overworld porten, weil wir noch keine Enderperlen haben. Aber wir haben schon eine Soulvial. Und dann kann man auch noch hier eine Page reinlegen, Leder reintun. Dann können wir das Descriptive Book rausnehmen. Das ist jetzt eine random erstellte Welt. Ich leg die hier rein. Ich habe ein Linking Book, was hier Ey, hinführt. Sören, das Buch Und hast du jetzt echt klicke ich mal geil hier benannt. Ich hab drauf. das Overworld genannt. Ich bin in der Wo Welt. muss man klicken? Keine Ahnung, die generiert Bei bei mir auch. mir. Die Welt sieht eigentlich ganz gut aus. Stell mal bitte hier einen Bookstand auf. Bitte schön. Ach du Schande, ist das eine krasse Map. Hier geht's in die Overworld. Ach du Schande. Sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ihr mich so fragt. Hier ist direkt ein Village. Ja, GG. Oder was nach einem Village aussehen sollte. Also hier, das ist ja jetzt auf Bei jeden mir Fall unsere erste jetzt, du Quarry, würde ich laggst sagen. extrem bei mir. Tut mir leid. Das wird ja auf jeden Somit würde ich Fall. bei dir ja auch laggen. Der hat alle Blöcke mit Ich Snow bin ersetzt. Der raus. hat ein Snow 1. Ja, Svenstrom ist wieder mit von der Partie, auch wenn es schlechte Internet ist. Wir gehen wieder in die Overworld. Ja, 2.0. hätte ich vielleicht noch ergänzt sollen. Ich habe das Welcome. so just for fun in den Bookbinder Hey, geschrieben. das ist ein Superflat, oder? Das ist ein Superflat. Noch Noch geiler. krasser. Ich will wissen, was da oben ist. Aber das gucken wir erst später. Ich mache mir erstmal hier einen Waypoint, dann verliere ich mich nicht Und mehr. übrigens, ich habe, ja, Okay. ich kenne mich mit Miskoff überhaupt nicht aus, ein Tutorial schaue ich ja auch immer gerne. Da hinten ist irgendwas. Und wir müssen Bibliotheken finden, damit wir uns unsere Miskoff-Welten eigen generieren können. Einmal kurz Ich Waypoint. weiß. Wir haben aber, glaube ich, bei uns in der Village was. Ah, ich bin in so einem Wasserloch gelandet. Zum. Komm, wir setzen jetzt die Quarry auf. Sollen wir die. Nee. Hast du vier Drei Landmines? Stück reichen. Falls du nicht dran gedacht hast. Wie groß sollen wir die aufsetzen und Da wo? ist Sollen wir mir direkt da. hier? Am besten hier in diesem Stone Field. Ich beginne einfach mal hier. Niemand sieht es leider nicht. Startet. Gut, wir müssen jetzt schnell zum Ende kommen. Meine Zeit schwindet nämlich auch so langsam. Und deine vermutlich auch. Ja. Aber ich finde es schön, dass unsere Random World eigentlich schon krass geworden ist. Rechtsklick normal. Oder zu lang. Man kann nur maximal Du 64 mal sammelst die ganze 64 Zeit die machen. Landmarks weg. Ja, wenn man nur maximal 64 mal 64 machen kann, bringt dir es nichts, 500 Blöcke zu Dann lass kaufen. abzählen. Was hast du? Dann zählst, dann gehst du in die eine Richtung, 64 ist in die andere. Dann gebe ich dir eine Landmark. Lass die da bitte stehen. Die stehen lassen. Hier. Ja. Da ist der Landmark. Ich zähle in die Richtung hier ab. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Scheiße, verzählt. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 21, 22, 19, 30, 31, 32, 43, 40, 42, 60, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 60. Ich gehe mal nur auf 60. Bei 64 gibt es keine Verbindung bei mir. Bei 60 gibt es bei mir eine Verbindung.
Setz Da müssen wir die dort vorne, habe ich gemacht. Bei mir ist jetzt nur meins bisher verknüpft. Nichts, 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 nichts. Ich muss hier noch einmal. Bei mir ist die Verbindung hier nicht da, egal. Sind beide Verbindungen gesetzt? Ich sehe das leider nicht. Zu jedem Landmark ist eine Verbindung. Aber die sind weggeploppt und hier ist eine Quarry. Perfekt. Ich sammle gerade die Landmark ein. Perfekto. Dann haben wir nämlich hier einfach eine Quarry. Wie das mit dem Wind ist, denke ich, werden wir ein bisschen nach oben gehen. Ich habe gesamt 28 Kabel, die müssen reichen. Ich fahre mal kurz ein paar Blöcke. Ich habe ein Jetpack, juckt mich nicht, ne? Ich war einfach direkt. Also hier. Ach, hier muss das hier drauf. Das weiß ich. Und jetzt. Storage-Modul hier 3 ist drin, ne? Habe ich. Perfekt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kabel muss ich übrig haben. Also, ihr seht schon, das ist auch ein Chunkloader. Quarry ist im Generellen immer ein Chunkloader. Der ist ein großer Bereich, aber ist auch verdient, denn wir wollen ja auch Ressourcen hier meinen. So hoch nur. Hier ist Blöcke. I need only one block at the right high. Eins tiefer muss der Block, genau. Und ich brauche auch wirklich nur diesen einen, warte mal. Hier. Nimm und geh weg. Oh, scheiße. Da hat man heute hier leider einfach nur scheiße. Quarry beginnt schon. Ist einfach nur ein langsames Untergehen. Beginnt er schon, tatsächlich. Also ich finde die Textur, die sieht eigentlich ganz gut. Trägt dafür, dass Matthew nicht so ein bisschen. Er baut aber noch nichts ab. Er destroyt erstmal nur. Jetzt baut er hier seinen Rahmen auf. Ja, ich muss gleich weg. Ich weiß. Ich habe auch Terminas. Ich will gar nicht wissen, zu welcher Zeit wir aufnehmen und zu welcher Zeit wir Termine haben. Das ist privat. Ja. Hat er schon seine Quarry? Nee, der setzt da hinten noch den Rand auf. Aber die letzten Teile fliegen da oben. Wir haben keinen Optifine, ist doch besser so. Das wird nur unsere Performance noch mehr zerschrotten. Ich weiß nicht, also irgendwie Optifine im Modpacks hat mir nicht so ganz gefallen. Keine Ahnung. Wieso. Bei mir wird's generell. Fehlt denn noch was? Ja, die Quarry kommt zusammen. Ich hoffe, dass der das hier annimmt. Ja, nimmt er. What the fuck? Sorry für meinen Ausdruck, aber ich hatte schon an die Phase. Wir sollten hier vielleicht noch, ich habe Wasser einmal dabei, Wasser setzen, hier vorne in die Ecke, dass einfach, falls es dazu kommt, dass sie die auf Magma-Stift die Magma. Obsidian abfarmt. Deswegen hat es auch die Dias. Ich glaube nicht, dass es nie und nimmer reichen wird, diese Blaster. Wir sollten dann einfach mal generell nachschauen. Das hier, wir gucken, dass wir bald hier in dieser Myskov-Welt noch eine Bibliothek finden. Was jetzt echt interessieren würde, ist gerade noch diese Village. Die will ich mir noch anschauen. Und dann ist es finito. Warte mal, ich möchte kurz meinen. So lange haben wir noch nicht, hoffe ich doch mal. Chat wird ausschalten. Hoffe ich auch. Und wenn es länger wird, dann ist hier der spannende Teil. Weil ich gebe echt zu. Was ist das denn für ein Tier? Mit dem Hut. Also eine Snow Pressure Plate Ice Fence ist das Village gemacht. Das ist ein Snow Village. Ja. Durch Miesko. Hier gibt es eine Schmiede. Snow. Interessiert mich mal. Gut, genau. Wir müssen zwei Bronze, ein Chromium, ein Crowbar, zwei Thorns, ein Bird. Hier ist wieder so ein Raycroft-Dings. Irgendwas Bestimmtes. Workout. Einfach okay. Mitnehmen. Hier kommen wir nicht mehr so oft hin. Alles mitnehmen, weil Schienen sind kompliziert, also macht euch Raycroft. Einfach nur ein normales Haus, hier sind Felder. Hier ist eine Myskraft. Hier sind Myskraft-Sachen in der Bibliothek. Hier sind Page Silver Color, Page Olive Color. Solche Sachen mal mitnehmen. Nehmen wir alle mit. Und tut mir leid, wenn ich Bücherregale zerstöre, aber es kann. Die zerstören wir. Das hier ein Myskraft Villager. Ja, hier ist ein Myskraft Villager. Also einen haben wir bei uns auch im Village. Kann gut sein. Wir durchsuchen das Dorf noch gerade zu Ende. Ist ja nicht so viel zum Glück. Weil das für ein Chill ist. Fashion Whale. Oh, das Village ist doch ein bisschen größer.
Das ist einfach ein normales Village, was dann ersetzt wurde durch Snow und Eis und so. Hier ist ein Haus von, keine Ahnung, Tinkers Construct. Hier Immersive House, Immersive Also ich will ja Engineering. nicht sagen, aber ich habe nicht genügend dabei, mir die ganzen Tinkers Construct Sachen mitzunehmen. Also Pisten nehme ich mit, weil. Da müssen wir sortieren. Manche braucht man eh nicht. Nur die Ja, hier ist ein guten. Stencil Table und alles. Und hier in der Chest Pattern Chest ist halt richtig viel drin, was wir noch nicht mal haben. Ja, wir brauchen es auch zum Teil nicht. Also ich loot hier Hier die. ist zumindest irgendwie so ein großes Eingangstor. Hier schießt irgendwas. Das ist so eine, vielleicht ist da drin was, ich glaube aber nicht. Oh, da geht's ja noch weiter mit dem Village. Ich fass es nicht. Ja, oh, ist doch ein Na. größeres Village. Die Villager legen sich schlafen. Du hast nicht zufällig ein Bett mitgenommen, oder? Nee, ne. Nö. Ich glaube, ich schalte mein Jetpack da mal. Um einfach mal auszusortieren, welche Häuser gut sind und welche schlecht sind. Häuser aus normalem Holz sind immer gut, weil das heißt, die sind nicht umkonfiguriert. Das Noch ein Tinkers Haus. Slime Binding, Iron Exit, Bonehead, Obsidian Pan. Obsidian ist gut. Obsidian Cyan Head, Obsidian Eukalyptus hat es. Binding, Seeds kann ich Deswegen da. hole ich mal mit. Hier ist wieder ein Haus von Dings, wie heißt es? Nicht Pam's Harvest Craft. Mit Mod und Agri-Kraft ist das. Agri-Kraft. Okay, hier ist teilweise als Eis geschmolzen. Das heißt, der Weg ist geschmolzen. Guards hat das Village auch. Alles klar? Ich würde sagen, sorry Leute, dass es wieder mit dem Internet so viele Probleme gab. Ich mache jetzt hier einfach Schluss. War eine schöne Folge. Wir werden uns nächste Folge weiterhin mit dieser Welt beschäftigen. Vielleicht noch einen Bilderblock machen, der mit Query auch funktioniert. Mal gucken. Also, wir werden noch richtig coole Sachen machen. MI-System, habt ihr ja schon gehört, ist so ein Plan, den wir weiter verfolgen wollen. Vielleicht stellen wir auch einen Digital Miner auf. Zumindest, wir müssen ja nach so Sachen suchen. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Habt eine schöne Woche und tschüss.